glaube, wir hatten, ja, ich würde sagen, 7 Halbzeiten, die wirklich sehr viel Hoffnung gemacht haben. Insbesondere das, was die Mannschaft gegen den Ball auf den Platz gebracht hat, als Mannschaft, aber auch in einzelnen Situationen. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt mit dem 0-1 im Grunde dann ja leider nicht mehr den Weg in dieses Spiel gefunden. Ich glaube allerdings wirklich, dass wir so stabil sind, dass wir auf jeden Fall wieder an die Leistung der anderen 7 Halbzeiten anknüpfen können gegen Wolfsburg. War eine gewisse Dynamik in dem Spiel gegen Frankfurt, die dann nicht für uns sprach. Wir konnten die auch nicht mehr brechen. Das müssen wir uns einfach ankreiden. Wir müssen halt dann, wenn ein Rückschlag kommt in einem Spiel, ja noch klarer wieder versuchen, ja noch klarer klar zu bleiben. Hört sich komisch an, aber wir sind dann ein bisschen hektisch geworden. Das muss man uns attestieren und das ist aber auch wichtig, dass wir das ansprechen und nicht totschweigen. Ja, eine Unterstützung, die wir eben auch durch die Bank, durch unsere Ersatzspieler eben auch auf das Feld projizieren möchten. Diese Leidenschaft, diesen Zusammenhalt, den wir eben auch in unserer Situation eben auch brauchen. Ja, dort eine Atmosphäre letztendlich zu kritisieren, das ist schon sehr, sehr abenteuerlich und ein Stück weit auch absurd.